Im Gegensatz zur Besenkammer lauern hier drin eine Menge potenziell tödlicher Gefahren. Am gefährlichsten ist Sauerstoffmangel. Deswegen muss die Sauerstoffkonzentration kontinuierlich gemessen werden. Da möchte man lieber nicht mit dem Fuß reingeraten. Die Anlage muss also gegen Wiedereinschalten gesichert sein. Meistens trage ich einen Schutzanzug. Dem Arbeitserlaubnisschein entnehme ich alle Informationen und Sicherheitsmaßnahmen, die ich brauche.